Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir, zum neuen Experiment mit dieser tollen Technik mit den Punkten. Genau, habe hier einen der vorigen Videos schon gezeigt und ich möchte mir jetzt hier nochmal in dieser Form das anmischen. Also für diese Form das anmischen, ich habe mir das Mastercast angerührt. Ist ein bisschen bläsrig noch, heute ist es irgendwie nicht so warm. Es regnet und donnert und gewittert den ganzen Tag. Und ja, ich mische mir das jetzt mal an und schauen wir mal. Ich hoffe, das funktioniert. Achso, ich habe hier die All-In-Drops in Rot und Gelb und das Resin Ink White Crystal. Ich brauche zunächst mal ein bisschen von dem White Crystal. Ich gieße mir das hier rein zum Aufgießen in der Mitte. Ich nehme mal vielleicht so viel. Ist es immer nur so schätzungsweise. Das gut schütteln. Ui, dann, ich habe vorher schon geschüttelt, dann zwei Spritzer hier rein. Ich möchte das jetzt ziemlich transparent anmischen. Dann brauchen wir was für die weißen Tropfen. Da mache ich mir auch so, ja, so ein bisschen an, will auch nicht zu viel machen. Dann nehme ich die weiße Pigmentpaste. Die kann ich ruhig kräftiger anmischen. Ich rühre das so rum. Und lass so einiges im Spatel hängen. Das mische ich da rein. Und dann mische ich mir zunächst hier für den Untergrund die Farbe Gelb und da gebe ich noch Rot mit rein. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel die Unterseite ist und den Rest möchte ich dann aufgießen mit dem Weißen und mit dem Klaren. Mal testen, hier ist noch ein bisschen übrig. Also das reicht mir jetzt. Ich habe das jetzt nicht abgewogen. Ich probiere es einfach aus. Weil ich habe mit Weiß aufgegossen und das war's. Und dann war immer so ein riesen weißer Fleck in der Mitte. Und das stört mich ein bisschen. Also ich rühre mir jetzt das hier gleich noch in Ruhe zusammen. Das hier und auch noch ein anderes Stäbchen. Das Weiß. Ich muss schauen, vielleicht muss ich ja noch ein bisschen rein. Also das ist halt, wenn es durchgerührt ist. Doch ein bisschen transparent noch ist. Das mische ich gleich. Die Pigmentpaste mische ich gleich noch gut durch. Und das hier, da gebe ich jetzt erstmal Gelb rein. Ich gebe mal vielleicht so drei Tropfen rein. Weil ich denke, das wird schon gut decken. Also nicht das deckt nicht jetzt in Harz, in Resin, sondern es soll ja kräftig sein. Also mischen wir das gut rum. Ab und zu mal die Kante abstreifen, wobei bei diesem Pigment geht es. Bei Paste ist es schlimmer. Da müsst ihr immer schauen, dass euer Stäbchen dann wirklich, dass es alles gut verteilt ist. So, es ist sehr viel da drin in diesem Becher. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. So. Gemischt. Okay. Ich gebe das jetzt hier rein und dann föhne ich nachher nochmal über die Oberfläche. Ja, das ist mega schön. Seht ihr das? Richtig schön leuchtend. Ich hoffe, dass es gut vermischt ist, aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen übrig. Also nehmt euch da die Zeit. Das ist immer, wenn man ein Video macht, dann es läuft einem immer irgendwie die Zeit vorbei davon und ja, man will nicht ewig rühren. Okay, also das gebe ich jetzt hier mal außenrum rein. Es fließt wahrscheinlich sowieso in der Mitte zusammen. Aber das ist egal. So. Ich brauche ja noch für die Mitte. Ah, das ist ja auch sehr geschickt. Sag doch was, Mann, ihr müsst mir helfen. Das Rot, ich mache da ganz kräftig zwei Tropfen rein und hoffe, dass es ein gutes Orange gibt. Oh ja, das leuchtet schon. Ich glaube, da hätte ein Tropfen wahrscheinlich auch gereicht. Das ist jetzt wirklich sehr rot. Ich will aber nicht zu viel Farbe reinmachen. Ich will es nicht zu dick anmischen. Ja gut, dann haben wir halt rot. Dann ist es halt rot, dann ist es so. Ich mache jetzt hier kein Paddel pur, also ich gieße jetzt nicht alles in einen Becher, sondern ich habe
mir überlegt, ich gieße es jetzt einfach hier in die Mitte rein. Dann mische ich meine anderen Farben zusammen, föhne über die Oberfläche und dann hole ich euch wieder dazu. Genau, also das gieße ich jetzt einfach in die Mitte rein. So, sie verteilen. Ich hoffe, dass es trotzdem noch ausreichend transparent ist, dass mein Effekt durchkommt. Naja, wir werden sehen. Also, ich mische meine Weiß zusammen und fülle das eine in den Spritzbeutel. Dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe mir das ein bisschen zu mir hergezogen. Ich habe da drüber geföhnt. Ich werde jetzt mal hier nur so ein bisschen das noch vermischen, dass es nicht so ein harter Übergang ist. Es sieht wirklich sehr kräftig aus. Ich hoffe, dass es nur noch, dass die Farbe noch durchgeht. Und jetzt habe ich mal so einen spitzen Spritzbeutel. Ich hoffe auch, dass es hier auch gut funktioniert. Ich habe die auch und ich muss es mal austesten. Ich habe es hier einfach mal einen neuen Versuch. Genau. Es kommt, ich muss die Klammer wegmachen, das drückt zu arg. Das war nur zum Fixieren kurz. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das möchte. Okay, ich lege einfach los. Also ich gehe. Oh Gott. Meine Weißmischung. Das ist sehr statisch, das geht immer Richtung Rand. Meine Weißmischung einfach kräftig weiße Paste. Gehe ich hier außen rum und arbeite mich hier Richtung Mitte vorwärts. Oh Gott, das ist so spannend jedes Mal wieder. Vor allem, wenn man wieder für sich was Neues ausprobiert. Dann hat man einen Versuch gehabt, dann denkt man, okay, probieren wir es nochmal. Jetzt habe ich eine andere Form, ich habe die quadratische Form gehabt. Ah ja, nee, ich habe eine eigene ja auch noch benutzt, die ich selber gemacht habe. So, und jetzt hier Fleißarbeit. Ich gehe jetzt auch mal hier ein bisschen schneller rum. Muss jetzt auch nicht so ordentlich sein, das sieht danach kein Mensch mehr. Mit dem Spritzbeutel geht es ganz gut. Ich dachte, das ist so gut, was hast du jetzt da gemacht, aber ja, ist eigentlich ganz okay. Bisschen arg spitz, aber für meine Zwecke reicht es. So, Runde für Runde. Und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt hier mal ein bisschen mehr. Was heißt mehr? Ich versuche mal mehr Abstand zu lassen. Irgendwie gelingt mir das nicht ganz. Ja. So einfach mal ringsrum. Bis in die Mitte. Irgendwie. Das ist voll komisch heute. Das Rot sieht so kräftig aus. Ich weiß nicht, ob ich da einen Fehler gemacht habe. Aber ja, man muss sich ja ausprobieren. Man muss ja testen, ob es funktioniert. So, ich komme immer weiter in die Mitte. Das ist prima. So, dann geht es nochmal außen rum. Das pusht das Ganze, glaube ich, auch noch ein bisschen in die Mitte. Hier so zwischen meinen Punkten durch, dass ich etwas das verteilter habe. Vielleicht habe ich jetzt auch zu viel Paste rein, ich weiß es nicht. Ich bin ja hier noch in der Findungsphase. Meine Versuche waren anders als das, wo ich mich orientiert habe. Aber ja, macht ja nichts. Das hat ja jeder seine eigene Handschrift, finde ich, beim Resin, beim Harzen. Irgendwie. Ja, ich gehe noch mal die Runde rum. Ich habe hier noch ein paar Lücken. Mir ist die Mitte noch ein bisschen ein Dorn im Auge, weil da immer so ein komischer, jetzt bin ich rausgekommen aus meiner Reihenfolge, weil da immer so komische weiße Stelle entsteht. Das heißt immer, ich habe das jetzt erst ein paar Mal probiert. Ah, da habe ich jetzt hier einen langen Strich gemacht. Super. Okay. Ich glaube, mehr möchte ich gar nicht machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich meine, da habe ich noch ein paar Lücken. Da kann ich vielleicht einfach hier die Lücken schließen. Da, wo ich sehe, da ist was Größeres frei. Es arbeitet sich ja Richtung Mitte. Es muss ja nicht hundertprozentig symmetrisch sein.
Ist ja dann doch spannend, wenn es nicht ganz gerade ist. Ja. Außen zieht sich natürlich mehr zusammen, in der Mitte bleibt es eher so stehen. Vielleicht hier noch eine Runde. Ja, man ist einfach am Testen. Ja, da findet man immer mehr. Okay, das reicht mir jetzt so. Ich stelle das mal auf die Seite. Genau. Ich werde mal drüber föhnen, dass sich das noch ein bisschen mehr zusammenzieht, weil mein Herz ist heute, glaube ich, noch gar nicht so warm. Und dann geht es weiter. Ich muss dann noch das weiße Resin Ink drüber leeren, also in der Mitte. Und dann noch das klare. Glitzer lasse ich mal weg, weil ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt hier wird, sonst sieht es doch komisch aus irgendwie. Ja. Also es zieht sich schon mal schön zusammen. Also wie gesagt, ich föhne jetzt mal. Ich hoffe mal, dass es hier durch das Rote auch durchdringt, weil es sieht irgendwie noch komisch aus. Also so deckend für mich irgendwie. Naja, also dann föhnen wir mal, meine Lieblingsbeschäftigung. Das sieht ja schon mal mega interessant aus. Ich habe gerade gesehen, ich muss es nochmal rühren. Das ist hier nicht so richtig gut vermischt. Das ist das White Crystal Resin Ink. Transparent, relativ transparent angemischt. So, gleich wieder das Stäbchen abwischen. Dann gieße ich das mal rein. Mit einem Schwung in die Mitte. Das ist immer so komisch, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Und jetzt hier gebe ich gleich sofort mein Klares noch rein. Das ist einfach das restliche Klare. Ich habe keine Ahnung, wie es wird, wie weit es auseinander pusht, was da rauskommt. Ist jetzt für mich auch sehr spannend. Und ja. Aber seht ihr, wie sich das sofort wieder zusammenzieht? Oh Gott, ich weiß nicht, was da passiert. Ich würde ja so gern Glitzer in der Mitte machen, aber ja, ich weiß nicht. Das ist immer das Problem, wenn es dann ein bisschen verschoben ist, dann sieht es so blöd aus. Es geht ja wirklich so schnell zusammen. Das ist echt toll. Also ich bin echt gespannt, wie sich dann das auf der anderen Seite verhält. Wie das hier rauskommt. Es schließt sich auf jeden Fall echt toll. So schnell, man kann echt zuschauen. Ein paar Bläschen hat es noch, die mache ich nachher weg mit Feuer. Ich bin mal hier gespannt, diese ganzen Punkte, die sind jetzt halt so langen Strichen mutiert, wie sich das verhält. Oh Gott, es ist so spannend. Es sieht total anders aus wie die anderen Versuche. Voll witzig. So, jetzt ist es fast geschlossen. Ich föhne noch kurz drüber, wie immer. Und dann lasse ich es noch ein Viertel oder eine halbe Stunde laufen, dass man noch sieht, ob sich was verändert. Meistens geht es ja, so eine Viertel bis eine halbe Stunde und dann verändert sich optisch nicht mehr so viel. Es zieht sich zusammen und dann geht von unten her irgendwie noch so ein Wirbel rum. Meistens, wenn man so einen Zeitraffer anschaut. Aber ja, jetzt lassen wir es überraschen, was rauskommt. Also ich. Lass mal den Zeitraffer laufen. Bis dann. So, Ausformzeit, beziehungsweise ich möchte das jetzt schon gern ausformen. Ich denke, das ist so einigermaßen fest. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Was das denn gibt. Hoffentlich wird es einigermaßen was. Wow. Ich denke, das ist mal. Ich habe jetzt gerade nichts dazu unterlegen. Mist. Cool.
Es ist richtig leuchtend. Ich weiß gar nicht, wie man das hier so sieht. Die Oberfläche ist schön glänzend. Das sieht aus wie eine Sonnenblume, aber die Mitte ist leider leer. Da muss ich mir wirklich was einfallen lassen, was man da machen kann. Ich weiß gar nicht, wenn man. Ich muss es wirklich unterlegen, sonst ich vertouch mir den Rand. Ich lege es mal kurz auf den Karton noch. So. Da muss ich mir echt überlegen, was man da machen kann, damit das sich zusammenzieht. Aber die Blütenblätter, die sind genial geworden. Die Mischung zwischen dem Gelb und dem Orange ist wunderbar. Echt schön. Gefällt mir mega, mega gut. Ich überlege gerade wegen der Mitte. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habt ihr mir einen Tipp, was man machen könnte, wenn es dann so rauskommt. Was kann man mit der Mitte machen? Muss mal schauen, ob mir was einfällt. Oder falls würde ich mich wirklich über einen Tipp freuen. Aber schaut euch mal diese Blütenblätter an. Wunderbar. Ich glaube, die Leuchtkraft kann man hier gar nicht so richtig zeigen, wie das wirklich in echt leuchtet. Das Gelb, das Orange, das sieht wirklich genial aus. Gefällt mir mega, mega gut. Also das Einzige, was mich stört, ist die Mitte. Ich darf einfach nächstes Mal nicht so viel aufgießen. Aber ansonsten echt mega cool. Super. Also es sind wenige Punkte gewesen. Es hat trotzdem gut gearbeitet und ich bin total zufrieden. Ach, juhu, wieder was geschafft. Ich muss mir das nochmal kurz hinbiegen, wie ich es brauche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich natürlich wieder wie immer über einen Kommentar freuen. Über Daumen hoch, über ein Abo. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao, ciao. So, ich versuche das nochmal festzuhalten. Es ist so schade mit der Mitte, aber die Blütenblätter sind so genial. Das muss ich dann mal noch ausprobieren. Also es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Muss ich unbedingt nochmal ausprobieren. Mit zwei anderen Farben. Und ja, cool. Ui.